Freiwild-Fans machen ihrem Ärger Luft und bezeichnen die deutsche Band Mia auf Facebook als lächerlich und Heuchlerband, jedoch auf der falschen Fanseite. Der Shitstorm erreicht nämlich die britische Sängerin MIA. Egal, gebracht haben die Kommentare ohnehin nichts. Freiwild wurde von der Echo-Nominierungsliste gestrichen, nachdem sich die mitnominierten Kraftklub und eben Mia geweigert hatten, mit der angeblichen Rechtsrockband in einer Reihe genannt zu werden. Grund sind Freiwilds Texte wie: und die rechtsradikale Vergangenheit von Frontsänger Philipp Burger. Es ist übrigens das erste Mal, dass die Echo-Organisatoren in die Nominierungsliste eingreifen. Freiwild, eine der zurzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands. Sie singen von der Liebe zu ihrer Heimat Südtirol. Und das kommt an. 10.000 deutsche Fans grölen mit. Immer wieder wird der Band vorgeworfen, sie bewege sich am rechten Rand. Musiker wie die Ärzte und Kasper wenden sich in ihren Liedern gegen sie. Die Fans des Fußballclubs St. Pauli halten Freiwild für nationalistische Kackscheiße. Der Journalist Thomas Kuban, der 9 Jahre lang verdeckt in der Neonazi-Musikszene recherchierte, hat Freiwild öffentlich als Rechtsrockband kritisiert. Seitdem versuchen Freiwild-Fans, ihn zu enttarnen und überziehen ihn im Internet mit hasserfüllten Kommentaren. Einer hofft, dass Kuban eins aufs Maul kriegt. Doch Thomas Kuban lässt sich nicht einschüchtern, bleibt bei seiner Kritik. Die Band stand schon bisher für nationalistische und völkisch geprägte Texte. Auf der neuen CD kommt auch noch der Hass gegen Andersdenkende hinzu. Und es gibt Anspielungen, Andeutungen, die antisemitischer und geschichtsrevisionistischer Natur sind. Ein Besuch im italienischen Brixen. Hier in Südtirol ist Freiwild zu Hause. Die Band macht gleich klar, was sie von den Vorwürfen hält. Bisher war es nämlich immer so, dass jeder einzelne Medienvertreter, der sich wirklich auch mal die Zeit genommen hat, mit uns ein paar persönliche Worte zu sprechen, dann plötzlich gesagt hat, ja, ich verstehe auch, warum euch das so ankotzt im Endeffekt, die ganze Berichterstattung. Deswegen habe ich das auch als enorm wichtig empfunden, dass sie gesagt haben, sie kommen runter, weil mir das auch den Wille gibt, da anständig zu recherchieren. Das ist für mich halt besser und für alle. Die 4 Musiker sind nicht bei einem Major-Label unter Vertrag. Sie betreiben ihre eigene Plattenfirma, inklusive Fanshop. Sie sind auch Unternehmer. Es gibt Freiwild seit 11 Jahren. Ein Grund, warum sie immer wieder angegriffen werden? Sänger Philipp Burger hat eine Neonazi-Vergangenheit. Er war Mitglied in einer bekennend rechtsextremen Band, den Kaiserjägern. Doch er fordert, jeder verdient eine zweite Chance. Ja, ich kann sagen, dass man natürlich in der Pubertät zwischen 15 und 17 eine Zeit durchmacht, wie jeder andere Mensch auch, die sich Pubertät nennt. Und dass man in diesen Sturm- und Drangzeiten natürlich auch Fehler macht, das sei jedem bekannt. Und jeder, der jetzt mit dem Finger auf mich zeigt, der wird zwar recht haben und sagen, hey, da hast du Scheiße gebaut. Da kann ich sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut, aber du, der den Finger zeigt, ich glaube nicht, dass du fehlerfrei bist. Ihr Heimatort Brixen ist ihnen sehr wichtig, sagt die Band. Burger hat sich hier 2008 bei der rechtspopulistischen Partei Die Freiheitlichen engagiert. Eine Schwesterpartei von Haiders FPÖ. Auch das wird ihm oft vorgeworfen. Dieser Kontakt generell, egal jetzt ob Freiheitlichen oder Partei, ich glaube, das war ein Fehler von mir. Das habe ich auch 100 Mal schon gesagt. Und zwar deswegen, weil wir uns als Band immer als unpolitisch gezeichnet oder bezeichnet haben. Die Bandgeschichte von Freiwild ist von Distanzierungen gepflastert, immer wenn der öffentliche Druck groß wurde, die Band möglicherweise befürchten musste, dass ihr die eine oder andere Halle dann nicht mehr offen steht, hat sie sich wieder
vom Nationalsozialismus distanziert, wobei der Vorwurf ja auch nie lautete, sie seien Nazis, sondern sie haben eben aggressive nationalistische Texte und völkische Texte. Freiwild hält ihm entgegen, für sie als Südtiroler habe Heimat eine ganz andere Bedeutung. Alle vier gehören zu der deutschsprachigen Volksgruppe in Südtirol, die 70% der Bevölkerung ausmacht und die von den italienischen Faschisten unter Mussolini unterdrückt wurde. Wer auch versteht, dass wir halt nun mal Südtiroler sind und eben nicht Deutsche, und dass eigentlich in Südtirol jeder so tickt und das so denkt, dann glaube ich, da kann man ganz getrost sagen, hey, das sind nicht wir auf dem Holzweg. Heimat hat Volk, Tradition und Sprache, für uns Minderheiten eine Herzenssache. In ihrem Video Wahre Werte zeigen sie Bilder vom Südtiroler Schützenbund, der im Namen der deutschsprachigen Volksgruppe die Abspaltung Südtirols von Italien fördert. Ist das wirklich nur harmlose Heimatliebe? Die deutsch singende Band Jupiter Jones hat sich intensiv mit den Texten von Freiwild auseinandergesetzt und hält das für unglaubwürdig. Also es ist kein bloßer Patriotismus in dieser Band. Es ist ein ziemlich exklusiver Nationalismus in dieser Band. Und das als unpolitisch hinzustellen, ist einfach schlichtweg falsch. Freiwild singt in Wahre Werte. Unser kleines Volk. Die Traditionen, die Bräuche sollten sich bloß nicht mit anderen Kulturen, wie es dann heißt, vermengen und vermischen. Das ist eine harte Absage an eine offene, heterogene, moderne Gesellschaft, die hier sozusagen präsentiert wird, vermeintlich unpolitisch. Und wenn dann mittendrin im Text ja auch noch erwähnt wird, wer die Heimat nicht mag, soll sie verlassen. Dieser Satz erinnert mich leider an eine gängige Parole, die ich regelmäßig bei Neonazi-Aufmärschen höre. Wenn sie auf Gegendemonstranten treffen, krölen sie immer wieder: Wer Deutschland hasst, soll Deutschland verlassen. Lichter und Schatten. Die Anklänge von völkischem Nationalismus sind der Grund, warum die Band bei Rechtsextremen gut ankommt. Leute wie der NPD-Funktionär Patrick Schröder glauben, die Band helfe, rechtsextreme Gedanken in der Gesellschaft zu verankern. Die Band, das ist meine offene Meinung, die ist politisch vielleicht nicht 100% bei uns auf Linie, aber immerhin 80%. Und sie geben 30% davon zu in Liedern. Wir haben aus dieser Band haben wir also die Möglichkeit, noch in extremerem Maße mehr zu profitieren als eben die bösen Onkels. Also von Durch die bösen Onkels, meinst du? Es gibt eine Identitätsrockbewegung, die aus der rechtsextremen Musikszene kommt und die strebt genau das an, was Freiwild letztlich umsetzt, ohne Teil dieser Bewegung explizit zu sein, dass sie eben sagen, mit verschiedenen Musikstilen, Liedtexten, die die Bürger nicht erschrecken, aber trotzdem politische Botschaften transportieren, die Mitte der Gesellschaft ansprechen. Die Band weist die Vereinnahmung durch die Rechtsextremen entschieden zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da nicht so lange dabei, dass ich da nicht. Wir haben so eine große Anzahl an Facebook-Seiten, die auch scheinbar von Rechten geführt werden, die einfach freiwillig zum Kotzen finden und am liebsten ja, am Pranger stehen oder tot sehen würden. Und das, glaube ich, macht die Mehrzahl aus, weil wir den Leuten eigentlich nichts geben mit den Texten, sondern ja, im Endeffekt immer klare Äußerungen gegen rechts gemacht haben. Und wenn dann eine kleine Zahl ist, die das Gegenteil behauptet, dann muss ich ehrlich sagen, dann haben wir noch einen harten Weg, um auch diesen Vollidioten zu zeigen, hey, das ist keine Band für euch. Ganz im Gegenteil. Auf den Konzerten der Band demonstrieren viele Fans gegen Rechtsextremismus. Eine Aktion des Fanclubs. Für viele Konzertbesucher ist die Freiwild-Fangemeinde wie eine große Familie, sagen sie. Die Band drückt ihr Lebensgefühl aus. Auch was Heimatliebe und Patriotismus angeht. Die Vergangenheit ist 70 Jahre her. Ja, klar, war es ein Österreicher, der mit Deutschland so eine Scheiße gebaut hat. Sind viele Fehler passiert, aber es ist Vergangenheit und fertig. Wir sind heutzutage anders, haben anderes Denkweise. Und ich stehe dazu, ein Freiwild-Fan zu sein und ich bin kein Nazi. An Freiwild, was ich da sehr wertschätze, ist, dass endlich mal mit Freiwild eine Band auf die Bühne tritt, die wirklich mal die Wahrheit anspricht. Weil heutzutage verschließen wirklich sehr viele Menschen die Augen und halten einfach ihr Maul. Die machen nicht mehr an den Mund auf,
Und diese Band, die hören sich das nachher mal an, die spricht die Wahrheit. Das ist das Land. Die denken, Heimatliebe ist der Staatsfahrrad. Wir sind keine Neonazis. Wir sind einfach gleich wie ihr. In ihren Texten macht Freiwild Stimmung gegen alle, die sie kritisieren. Band und Fans sind zusammengerückt, nach dem Motto, wir hier unten, ihr da oben. Die Stimmung ist wutgeladen. Die Band versucht ja in den letzten Monaten ganz massiv so ein Bild zu malen. Da sind die Kritiker, die Gutmenschen, die Moralaposteln. Und wir sind hier die Band mit unseren Fans. Und wir sind doch gar nicht so rechtsextrem. Das will keiner abstreiten. Aber dieses Argument ist ein Totschlagargument, das die Band anführt, weil sie sich so jeglicher kritischer Diskussion ihrer Texte entziehen will. Und diese kritische Diskussion sind bei bestimmten Formulierungen einfach geboten. Da gibt es bei Freiwild auch noch Lieder wie Wir reiten in den Untergang mit gewissen Anspielungen. Die Botschaft, wer nicht zu allem Ja und Amen sagt, bekommt heute keinen Stern, sondern einen Stempel. Für Kritiker ist das unmissverständlich. Es ist natürlich eine unglaubliche Verharmlosung der Judenverfolgung, wenn sich Freiwild quasi selbst aufgrund der Kritik, die die Band aus politischen Gründen immer wieder bekommt, als eine Art neuen Juden darstellt. Solche Textstellen sind vor dem Hintergrund von Burgers rechtsextremer Vergangenheit mehr als fragwürdig. Wenn man ihn aber nach seinem Verhältnis zum Holocaust fragt, sagt er: Das war, glaube ich, die schlimmste Geschichte, die man auch sogar hierzulande leider Gottes erlebt hat. Und das ist auch, finde ich, gut, dass man den Jugendlichen auch immer klar und deutlich aufzeigt, hey, da ist was passiert, lernt aus dieser Geschichte. Und es war verdammt nochmal einfach ein teuflisches Werk, dass es schlimmer eigentlich nicht geht. Freiwild will vom rechten Schmuddel-Image wegkommen. Vielleicht auch, um eine noch größere Öffentlichkeit zu erreichen, noch erfolgreicher zu werden. Aber sie inszenieren sich auch gerne als rechte Rebellen gegen den Mainstream. Ein Spiel mit dem Feuer. Vor allen Dingen darf man auch nicht unterschätzen, dass die Band einfach hemmungslos instrumentalisiert wird, weil sie einfach Themen bedienen, die den Rechten und auch den Rechtsextremen absolut in die Hände spielen. Und das ist absolut gefährlich. In den letzten Jahren scheint tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft mehr und mehr so ein Gefühl nach Heimat im Vordergrund zu kommen. Vielleicht auch als Reaktion auf die Globalisierung. Alles wird so groß, alles wird so weit. Und da flieht man ein bisschen zurück ins Kleine, ins Heimliche und dann eben auch sozusagen ein bisschen ins Völkische. Und vielleicht ruft die Band genau diese Stimmung halt auch ab. Freiwild trägt dazu bei, dass ein Nationalismus, ein aggressiver Nationalismus, völkisches Gedankengut, auch Anti-Antifa-Arbeit in gewisser Weise, wenn sie eben den Hass auf Andersdenken, auf Gutmenschen und Moralapostel proklamieren, dass solches Gedankengut gesellschaftsfähig wird. Denn wenn eine Band vor 10.000, 12.000 Leute in gar städtischen Hallen spielt, dann ist das natürlich was das Publikum als etwas Normales anschaut. Es ist Mainstream geworden und ja, das ist letztlich eine Frage, die die Gesellschaft beantworten muss, ob sie sowas haben will als Mainstream oder eben nicht. Ist es die Sehnsucht nach Gemeinschaft? Das Gefühl, von denen da oben nicht verstanden zu werden? Oder sind es doch die dumpfen nationalen Heimattexte, die ankommen? Die Hymnen auf Männlichkeit und Vaterland sprechen bei den Fans jedenfalls ein Lebensgefühl an. Die letzte Deutschland-Tournee von Freiwild war komplett ausverkauft.